Mask. Und dann kommt Sophia Black. Starten. Wir können jetzt starten. Aber ich bin doch jetzt im Schatten. Ja, deswegen habe ich dich doch eben anders gestellt, Felix. Warum weil er einen Schatten hat. Na, so habe ich eben gestanden und dann hast du gesagt, ich soll nach vorne gehen. Ja, weil da auch keiner ist. Ach, fang doch an. Ich mach mal das Lichtschwert an. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der FAQ. Hier ist mein Gast Felix. Hallo Felix. Hallo Sarah. Wie geht Vielen es Dank, dir? Dass du mich zu diesem FAQ eingeladen hast. Es ist mir eine große Ehre. Es ist eine Ehre, auch für mich. Das ist schön. Dieses Setup ist nicht auf unserem Mist gewachsen. Tim wollte das so. Falls es Beschwerden gibt, da. Genau. Ich stehe immer noch im Schatten. Setup sponsored by Tim. In the shadows, all my time, I've been waiting. Ist wieder im Schatten. Nicht, dass wir Probleme mit dem YouTube-Algorithmus bekommen, weil du die Musik... Weil ich so gut singe, dass man denkt, es ist der Rasmus, Erasmus. Ich stehe im Schatten. So, jetzt stehe ich nicht im Schatten. Ich stehe ganz weit hinten. Jetzt bin ich wieder im Schatten. Komm, ich stelle es einfach so hin. Jetzt ist Sarah einfach dran. Nein. Jetzt ist Sarah dran. Das ist schön. Sarah, it's on you. Auf geht's. Muss ich anfangen? Habe ich da eigentlich auch Aufnahmen gedrückt? Ja. Nice. Wirklich? Ja. Sicher? Okay. Dann gehe ich wieder aus dem Licht. Ja, hat er. Hätte Fahrradkette, ist das Mikro runtergefallen, ganze Aufnahme im Arsch. Ladies und Gentlemen, leck mich am Hobel, ist das lustig. Und das Lichtschwert ist schon wieder aus. Scheiße. Das fühlt immer schneller aus, oder? Aber man sieht es doch gar nicht. Vielleicht sind die Batterien leer. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ich werde dann mitten im Video irgendwann die Batterien wechseln. Jetzt. Aber fang doch an. Ja, wir fangen an mit einem neuen FAQ. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei FAQ 50. Oh. Richtig. What? Und von Anfang an war Tim dabei. Seit 50 Jahren machen wir das schon? Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich finde, wir haben uns gut gehalten. Willst du hier einen alten Witz für Chris einführen? Einen alten Witz für Chris? Tim ist alt. Und ich auch. Ich das ist auch. Nicht witzig, das ist traurig. Eigentlich schon. Weil es wahr ist. Aber wir fühlen uns doch jung. Ich glaube, das ist die Hauptsache. Du nicht. Wie alt fühlst du dich denn? Ich bin. Gut, fangen wir mit der ersten Frage an von Jonas Klügel. Ich überspringe das einfach mal. Frage 1. Fangen wir mit der ersten Frage an. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich überspringe sie einfach mal. Nein, also eigentlich kann ich Frage 1 zumindest sehr schnell abhaken. Habt ihr Upload gesehen, die Serie? Ich finde die mega witzig. Nein. Ich habe sie nicht gesehen. Auch nicht. Kenne ich gar nicht oder nie gehört. Doch, ich habe davon gehört. Das klingt eigentlich, kannst du, das ist glaube ich eine Amazon-Serie. Okay. Haben sie in einem Podcast mal besprochen, den ich gehört habe. Das klang lustig, aber scheint auch so minimal trashig zu sein. Ja. Noch nie von gehört. Später vielleicht. Lego oder Playmobil? Lego. Lego. Ich schließe mich an Lego. Aber ich habe beides gespielt. Ich mag auch beides. Aber Lego. Star Wars Lego. Wenn in MCU... Okay. Wenn im MCU die Alien-Filme existieren, glaubt ihr dann auch, dass Harry Potter oder Indiana Jones-Filme dort existieren? Und wo zieht man die Grenzen? Am Ende ist Thanos noch ein Fan von Voldemort. Das gäbe bestimmt coole Shipping-Fanfictions. Aber selbst wenn, würde Thanos doch nicht unsere Bücher und Filme lesen. Er kommt doch von einem ganz anderen Planeten. Vielleicht ist es da langweilig. Und das ist sogar gut möglich, dann ist ja alles kaputt, oder? So wie das im Film aussah. Ja. Ist echt doof für Sarah, dass sie uns jetzt quasi nicht sehen kann. Dass sie uns nicht sehen kann, ja. Ich finde das irgendwie auch lustig. Aber sie hat einen schönen Hinterkopf. Den möchte ich gerne streicheln. Ja, das ist so komisch hier. Ich frage mich ja, wie das denn dann wäre, ja? Wie du sagst, wo zieht man denn da die Grenze? Weil wenn diese Filme in einem Universum existieren würden, dann würden ja wahrscheinlich auch alle anderen Filme in diesem Universum existieren. Was ist denn dann mit sowas wie Die Ritter der Kokosnuss, ja? So als Mittelalter-Setting beispielsweise. Kannst du dann diese ernsten Themen mit diesen absolut nicht ernsten Themen miteinander verbinden? Und wenn ja, ist das dann geil oder ist das scheiße? Ich glaub, die viel interessantere Frage ist doch, ob der Fantastic-Vorfilm, in dem Chris Evans die menschliche Fackel spielt, in der gleichen Welt existiert, in der er Captain America spielt. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Das fände ich spannend. Aber ich glaube, es gäbe voll coole Crossovers, so zum Beispiel so Alien und Ghostbusters. Ich weiß, Alien ist kein Geist, aber irgendwie so richtig freakige Crossovers fände ich irgendwie witzig. Ich frage mich ja, was passiert, wenn Chris Evans gegen Chris Evans im Endgame kämpft und dann Chris Evans als Human Torch dazu kommt. Flamme an! Wer würde gewinnen? That's America's ass. Und das ist Flamme an. Ach Mann. Finde ich gut. Und dann auch noch Robert Downey Jr. als Sherlock Holmes, der dem Ganzen auf den Grund geht. Warum ist es denn so? Gute Idee. Und dann hätten wir ja auch noch, wie heißt der Schauspieler von Thanos? Mir fällt gerade sein Name nicht ein. Josh Brolin. Josh Brolin quasi auch noch mal als...
habe ich einen Hänger. Wen hat er denn noch? Der hat doch noch irgendeinen Bösewicht gespielt. Der hat Cable gespielt. Cable, genau. Und dann noch Josh Brolin als Cable. Was dann allerdings auch die Frage aufwirft, ist dann auch noch Ryan Reynolds als Green Lantern da? Und dann hätten wir das DC Universe im Marvel Cinematic Universe. Mindblowing. Eigentlich klingt's geil. Fände ich cool. Sollte man mal in Angriff nehmen. Ich glaube, die Linie sollte man bei Zurück in die Zukunft ziehen. So. Sarah? Ja? Kannst du das Wort Altbauscharm richtig aussprechen? Da steht doch aber Altbaucharme. Ach so. Das, was er sagt. Altbauscharm. Ist lustig. Ich schaue mir immer am Freitag kommt ein Pickdump raus mit diesen ganzen lustigen, tut mir leid, Sarah, und so. Und da war das auch, da war ein Post, wo ich glaube 10 deutsche Wörter. Das habe ich auch gesehen, glaube ich. Warte, die Leute falsch aussprechen? Ja. War da, Servietten dabei oder Magnet. Nein. Das habe ich mal gelesen. Worte, die kann man denn deutsche Magnet falsch aussprechen. Eben, da waren halt immer Beispiele, wie die falsch ausgesprochen werden und da stand Magnet. Und ich so, wer sagt Magnet? Das heißt Magnet. Manget. Idioten. Oder Mango. Was war noch? Servette, Zucchini war dabei, alles Mögliche. Auf jeden Fall sage ich Altbauscharm. So, euer Lieblings-Batman-Widersacher. Joker. Auch wenn Felix Batman als überbewertet empfindet. Hast du das gesagt? Das steht hier. Hast du das gesagt? Ja, im letzten, vorletzten irgendwann Video. War ich da dabei? Ja, glaube ich. Nein, warst du nicht. Okay, dann ist ja gut, dann nehme ich es zurück. Nee, ich nehme es nicht zurück. Batman ist doch cool, das ist doch nicht überbewertet. Was ist denn überbewertet? Was ist denn hier los? Felix, warum muss ich das Ding jetzt von Jonas erfahren? Ding, warum ding, ding, das ding, ding, ding. Das gut, ist dass Sarah zwischen uns steht. Also nicht wirklich, aber zumindest optisch. Help. Ich finde den Riddler ganz cool. Okay, das finde ich auch ganz cool. Ich habe mich auch für grün entschieden. Poison Ivy. Poison Ivy ist heiß. Oh, Poison Ivy zusammen mit Harley Quinn. Ja, genau. Wobei ich auch Red Hood, auch wenn das wahrscheinlich Red Hood sehr ist auch Standard cool, ja. ist, aber das fand ich so ganz nett. Also ich bin langweilig. Ich mag wirklich einen Joker, aber in allen möglichen Interpretationen. Red Hood. Ja. Darf ich die nächste Frage vorlesen? Ja, hau raus. Chaka. Hi, Chaka. Hi, Chaka. Chaka, Chaka, Chaka. Chaka, glaube ich. Chaka, 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 Herr Balda. Chaka, Chaka. Okay, kennt keiner mehr, oder? Den Heller von Sinn, Tutti Frutti. Chaka, Chaka, Chaka. Ich dachte immer, ich denke immer an Chaka. Du schaffst es. Von der Wochenshow. Oh das. Ja, das war cool. War noch ach, schön, die Wochenshow. Die Wochenshow. Danke, Anke. Gute zurück. Häuser, ja, schlechte okay. Häuser. Dein Dame. Oh Mann. Kentucky so schreit, was? Oh Mann. Wir okay. wollen Tim. Wir nein, wollen nein. Tim. Also, wenn ihr euch aus Harry Potter etwas aussuchen könnt, welches Ding hättet ihr gerne als Replik, das es noch nicht gibt? Den Zauberstab von Lily Potter. So boring. Ein Zauberstab, es gibt doch schon 100 Zauberstäbe. Du nimmst aber nicht den von Lily Potter. Schon, aber Sarah, komm, du hast es besser. Also ich wollte eigentlich die Todessermasken, aber dann wurde mir gesagt, dass es die anscheinend doch schon mal gab als Replik. Ja, die haben wir auch verkauft teilweise. Ah, okay. Oh die hätte ich aber echt gern. Dann hätte ich gern Fluffy als lebensgroße Fluffy. Statue. Fluffy! Fluffy ist cool. Ja. Ich wollte ja gerne, habe ich auch vorgestellt, ich weiß nicht, ob das nochmal kommt, Fluffy als so Wackeldackel. Das wäre cool. Als so eine Deluxe-Funko. Mit drei Wackelköpfen. Ja, genau. Das wäre cool. Finde ich auch nice. Ich habe mich ja für die Skywing Snackboxes von den Weasleys entschieden. Mit Nosebleed Nougat und sowas. Wunderbare Geschenkidee. Nice. Wenn du Nasenbluten haben willst, das kriegen wir auch einfach rein. Ich will es aber verschenken. Dann müsste ich dich ja mitnehmen. Die Lampe fällt auseinander. Hier fällt alles auseinander. Das ist der Filter. Das ist der Instagram-Filter. Okay, ihr müsst den Rest mal machen. Ich wechsle jetzt die Batterien im Lichtschwert. Okay. Übrigens, weder Sommer noch Winter. Herbst? Geht das andere auch noch Frühling? Aus. Das war eine dumme Idee von mir mit den Lichtschwerten. Aber jetzt zieh ich's durch. Also es ist so leise gerade. Machen wir jetzt einfach weiter, während du arbeitest? Okay. Es geht ganz schnell. Ich sag Sommerurlaub. Winterurlaub. Wirklich? Ja, wirklich. Ich bin gerne am Meer. Ich mag Wärme nicht. Ja, ich mag Wärme, wenn man nichts machen muss. Das Problem ist, bei Wärme ist, bei Kälte, ich kann mich anziehen, wenn mir kalt ist, kann ich mich wärmer anziehen. Wenn mir warm ist, kann ich mich aber irgendwann nicht noch weiter ausziehen. Aber ich bin gerne am Meer, deswegen. Gibt es irgendwann mal eine Elbenwald Headquarter Rundtour durch die Büros? Round Tour. Round the Büros. Weiß nicht. Ich denke, ich doch nicht die Batterien, das ist doch doof, oder? Ja. Es quietscht. Oder so. Ja, mach auch einfach so. Okay. Warum nicht? Stimmt, man hört dich gar nicht.
So ein Pech aber auch. Dabei hast du doch so wichtige und gute Dinge zu sagen. Machen wir irgendwann mal hier eine Headquarter-Rundtour? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Wir müssen dazu sagen, Leute, viele Fragen, ist es schön, dass ihr uns die stellt, aber das fällt gar nicht in unseren Zuständigkeitsbereich. Wir können gerne nachfragen, aber keine Ahnung. Wird die Mitarbeiterseite nochmal aktualisiert? Ich hoffe. Mal schauen. Das wäre doch cool. Ja. So, geht's weiter? Alien. Und zwar, unsere nette Kollegin hat gefragt, was ist das seltsamste Ding, dem ihr je einen Namen gegeben habt, abgesehen von Sitzmöbeln? Habt ihr da was? Ich saß am Schreibtisch und habe wirklich 10 Minuten drüber nachgedacht. Mir ist nichts eingefallen, wobei ich genau weiß, dass ich das schon gemacht habe, aber mir fällt nicht ein. Habt ihr was? Ich hatte nach meinem Umzug unter meiner Couch mal eine sehr, sehr, sehr dicke Wollmaus. Die habe ich Clara genannt. Also ich benenne alles. Wirklich. Ich habe mal eine Spinne in meinem Badezimmer Ursel genannt. Die war so groß, dass ich dachte, sie verdient ihren eigenen Namen. Oh. Clara die Wollmaus. Clara die Wollmaus. Süß. Wow. Ja, wie gesagt. Während dieses Videos sind keine Wollmäuse zu Schaden gekommen. Ja, ich benenne eigentlich wirklich alles. So. Was kommt. Wer ist jetzt dran? Sarah ist wieder dran. Master M, welche Crossover hättet ihr gerne? Hatten wir ja vorher schon. Gilmore Girls und die OC. Krach, Bumm, Ente und Iron Man. Im Versus-Universum. Oder was ich auch gerne hätte, wäre ein richtiges Crossover mit, weil ich weiß, es gibt so ein Spiel, wo die alle drin vorkommen, aber mit Story, mit Handlung aus allen Final Fantasies. Oh. Wo alle, also wo Cloud zusammen mit Squall und Tidus und wie sie alle heißen und Lightning und den ganzen Typen zusammen die Welt retten muss. Das fände ich geil. Gegen irgendeinen richtigen Oberbösewichten, den wir noch gar nicht kennen und der aber in Wahrheit das Mastermind hinter all diesen Final Fantasy Welten ist. Das finde ich geil. Das klingt furchtbar. Wie wär's mit One Piece und Fluch der Karibik als Crossover? Was? Und Monkey Island. Oh, okay. Nice. Ja. Iron Man und Fluch der Karibik. Das mag ich. Das finde ich eine gute Idee. Ich mach weiter. Achso, das ist ja immer noch da. Welches Lichtschwert aus Star Wars findet ihr am schönsten? Das von Mace Windu. Darth Maul. Exar-Kun. Scheiße, jetzt musst du es erklären. Exar-Kun ist einer der ersten dunklen, also einer der ersten Jedi, die zu den Sith übergelaufen sind. Und er hatte das erste Doppelklingen-Lichtschwert im Star Wars Kampf. Das habe ich dir letzte Woche erzählt. Und es ist so ein geiles Lichtschwert. Ich finde es mega. Und ich finde auch die Figur cool. Exar-Kun. Welches Haus ist euer Lieblingshaus aus Game of Thrones? Baratheon. Ich habe kein wirkliches. Ich habe immer Lannister gesagt, aber da ich Game of Thrones auch nie zu Ende geguckt habe, ist echt so ein bisschen. Baratheon. Die haben zumindest schönes Gelb. Ja. Ja, das oder Haus Mormont finde ich auch geil. Nee. Aber ich finde diesen gekrönten Hirsch auf dem gelben Hintergrund mag ich sehr gerne. Welche aber sind die mit dem Kraken? Graufreud. Ja, die sind cool. Das ich mag klingt das Logo. Wieder so gewollt. Ach, egal. Ich habe eh mein eigenes Haus, das ist auch immer noch mein Lieblingshaus. Ich bleibe dabei. Okay. Ich lese das nächste Mal. Okay. Der Ritter kackt Ass. X2. Ah, der Ritter kackt Ass, jawoll. Also, wo ist denn die Frage? Ach da, wenn ich gleich am Anfang, ich wollte den langen Text überspringen, um direkt zur Frage zu kommen, aber ist das die erste Frage. Clever. Ich hab's, na egal. Da. Wenn ihr ein eigenes Hogwarts-Haus gründen könntet, was wäre euer Tier und welche Eigenschaften hätten die Schüler? Sarah. Mein Haus wäre Haus Dracona. Wir hätten den Waschbären als Wappentier und wir wären alle verfressen und faul. Und würden die ganze Zeit nur zocken und Leute ärgern und niedlich dabei aussehen. Okay. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Aber nicht. Kann man ja machen. Habe ich gehört. Felix, bei dir? Mein Wappentier wäre ein Elch. Und okay. Es wäre das Haus der Handwerker. Und sie sind offen, unvoreingenommen, hilfsbereit und selbstlos. Und sie können gut mit Werkzeug. Okay, das ist cool. Und unser Schlachtruf wäre, har, 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 mehr Power.
Ich bin ein bisschen neidisch auf deins. Also, ihr habt euch ja noch Namen ausgedacht. Hier stand aber gar nicht, dass wir uns Namen ausdenken müssen. Ich habe mir keinen Namen ausgedacht. Der Handwerker. Das Haus der Handwerker. Das ist doch kein Name. So, und der Hauspokal dieses Jahr geht ja an Slytherin, Hufflepuff oder das Haus der Handwerker. Ja, das klingt so wie aus Gothic oder so. Ich hab mir eigentlich nur das Wappentier überlegt. Ich hätte gerne einen roten Panda. Weil die sind so süß. Genau, das ist so knuffig. Ja. Genau. Und die Eigenschaften sind mir eigentlich egal. Weil danach sollte es ja nicht gehen, ja? Ihr werdet einfach nur süß. Meine Farben wären Regenbogen. Meine wären oder pink. Pink, lila. Obwohl zu einem Elch passt, glaube ich, violett besser als pink. Meine wären schwarz-grau. Ich sag violett. Wir haben mal, kann ich dir gerne mal zeigen, das war aber kein Elch, das war auch kein Hirsch. Es war irgendeine Mischform. Ein Rehen? Oh, ich weiß es nicht genau. Ein Rentier? Nee, es war kein Rentier, es war riesengroß und wir sind dem, also wie das stand, es war wirklich riesig und beeindruckend. Das war so weit weg von uns, wie jetzt die Sarah von mir weg ist. Das war total krass. Habe ich super Fotos gemacht, das war der Wahnsinn. Bin ich gespannt, das würde ich gerne sehen. Es war kein Tierpark oder sowas. Das würde ich gerne sehen. Ich freue mich auf dieses Bild. Sehr schön. Machen wir jetzt eigentlich eine Folge pro Seite? Können wir machen. Gibt es etwa mehrere Folgen? Nein, das würden wir nicht machen. Bei wie viel sind wir denn jetzt, Sarah? Ich kann so weit nicht gucken. 17 Minuten gleich. Okay, wenn er das sagt. Das ist schon fast zu lang für eine Folge. Ach Quatsch, ist gut. Ach Quatsch, egal. Egal. Hier Wendler-Meme einblenden. Hier kommt das Meme dann rein, genau. Ja. Wenn ihr in der Welt von Fairy Tail leben würdet, welcher Gilde würdet ihr beitreten wollen und warum? Habe ich leider noch nicht geguckt, bin ich raus. Wir sollten diese Fragen einfach vorher aussortieren, wo wir uns nur zum Deppen machen. Nee, ich finde es wirklich cool, es ist auch auf meiner Liste, aber jetzt kommt demnächst auf Netflix erstmal die vierte Staffel Seven Deadly Sins und das will ich mir erstmal angucken, bevor ich dann wieder was Neues anfange, weil ich habe auch Bleach schon mal angefangen, aber das sind halt so viele Folgen, so viel Zeit habe ich einfach nicht. Es ist generell einfach zu viel, also ich habe es leider auch noch nicht gesehen und ich glaube auch nicht, dass es zeitnah passieren wird, wenn ich ehrlich bin. So, die nächste Frage ist für Tim, da können wir ja gehen. Ja, aber das ist ja auch... Das ist ja nicht eine Frage eigentlich. Ja, das ist aber auch gar nicht so richtig, ja, weil ich werde bisher als doppelter Löwe bezeichnet, ja, Animagus. Und das ist aber so nicht hundertprozentig richtig, ja, weil wenn wir genau sind, bin ich ja in allen Hogwarts-Häusern irgendwie schon mal zugeordnet worden. Und deswegen, also außer Slytherin, das ist das Einzige, was genau ist. Und deswegen fühle ich mich gar nicht so wirklich als Gryffindor. Also wenn ich mich frei aussuchen dürfte, wäre es, glaube ich, eher ein Ravenclaw oder natürlich das Rote Panda-Haus, das ist ja logisch. Langweilig. Und, ja, ist ja okay. Also ich bin wirklich nicht so der doppelte Löwe. Und du hast mir auch noch die Gründe weggenommen, weil der einzige Grund, natürlich Lannister gut zu finden, neben Tyrion, ist halt Jamie. Und deswegen muss ich dabei bleiben. Es tut mir leid, ich habe deine Regeln gebrochen. Aber ich fühle mich gut dabei. Tywin ist doch mega cool. Ja. Tywin ist der Grund, um sich für Haus Lannister zu entscheiden, nach Tyrion. Also cool ist er schon, aber er ist auch echt ein Arsch. Aber er ist mega gut im Arsch sein. Ja, das stimmt. Er ist quasi der Thanos aus Westeros. Das Mastermind. Wir sind fertig. Tschüss! Ich hab keinen Hashtag. Oh. Hashtag Tim kann ich werfen. Ja, Hashtag Tim kann ich werfen. Tim, geh mal aus dem Bild. Okay. Damit wir gleich jetzt einen Schnitt machen können fürs nächste Video. Wollen wir nochmal eine neue Aufnahme dann gleich machen? Ja, unbedingt. Wir müssen uns dann noch überlegen, ob wir abmoderieren. Ah, ich sollte gar nicht.